Heute habe ich 5 heftige Spielemythen für euch. Einige Minecraft-Spiele von euch kennen eventuell Herobrine. Es ist eine Art Geist, der eventuell in Minecraft herumirrt. Ein Mythos, der noch nicht zu 100% bestätigt wurde, aber er tauchte dementsprechend sehr oft auf. Herobrine ähnelt Steve ziemlich, nur er hat eben weiße Pupillen. Man kann ihn heraufbeschwören und in manchen Videos wurde in gewisser Weise bestätigt. Im guten alten GTA San Andreas soll angeblich ein Bigfoot sein Unwesen treiben. Ihr seht es auch im Hintergrund, da ist ein Video, wo der Bigfoot in gewisser Weise bestätigt wurde. Ja, aber Leute, das ist ein Mythos, der nicht im normalen Game implementiert ist. Das ganze Game basiert einfach nur auf einem Mod, dann habt ihr den Bigfoot drin. Also ihr könnt gerne auf Suche gehen, aber wird wahrscheinlich nicht so der Fall sein, dass ihr den dort im normalen Game finden werdet. Ja, kommen wir zum Mythos Nummer 3. In MW3 auf der Friedhof Map hört man seltsame Stimmen und ein Geflüster von einem kleinen Mädchen und ihrer Mutter. Ja, diese Stimmen ortet man der Davis Family Vacation zu, das ist eine Sequenz, wo eine Mutter mit ihrem Kind in London unterwegs ist und gefilmt wird. Das kleine Mädchen löst sich so ein bisschen von ihrer Mutter und tanzt ein bisschen durch die Gegend auf eine Straßenkreuzung zu. Genau in dem Moment kommt ein Laster um die Ecke, hält an dieser Straßenkreuzung an, das kleine Mädchen, nichts ahnt, tanzt um den Laster drumherum und auf einmal explodiert der Laster. Ja, und auf der Friedhof-Map soll es sich um die Stimmen des kleinen Mädchens und ihrer Mutter handeln. Wow, echt krass gruselig. Laut einem Mythos haben sich nach der Veröffentlichung von Pokémon Rote Edition 1996 in Japan rund 200 Kinder umgebracht. Der Grund dafür war das Lavender Town Syndrom, das ausgelöst wurde durch die Hintergrundmusik in der Stadt Lavandia. Dieser Mythos ist wirklich krass. Ob er stimmt, schreibt es mir in die Kommentare. Das bekanntlich schlechteste Spiel E.T., das auf dem Film E.T. basiert, wurde von Atari produziert und hatte sich als Ladenhüter entpuppt. Niemand wollte das Scheißspiel haben. Dann hat sich Atari dazu entschieden, 5 Millionen Titel in 14 Lastwagen zu packen, nach New York, New Mexico rauszufahren in die Wüste und die dort zu vergraben. Es stellte sich nun heraus, dass diese Tatsache nicht nur ein Mythos ist, das was jahrelang als Mythos galt, sondern es einfach wirklich eine Tatsache ist. 5 Millionen Titel wurden vergraben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den 5 Mythen haltet. Hier oben noch 2 Links, die euch hoffentlich interessieren. Ich danke an unseren Gastsprecher von Elite Effects. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.